Moin Leute, Moin. Herzlich willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht mit dem sechsten Video der Playlist Quadratische Funktion. Im letzten Video haben wir euch die Scheitelpunktform gezeigt und jetzt üben wir das Ganze mal. Wir sollen nämlich Eigenschaften überprüfen. Wir haben hier so ein paar Eigenschaften gegeben und drei Funktionen, die alle in der Scheitelpunktform gegeben sind. Und wir sollen sagen, okay, welche Eigenschaft stimmt und welche nicht. Wir geben euch erstmal selber ein bisschen Zeit, um das zu probieren und zu pausieren. Die erste Funktion ist auf jeden Fall nach oben geöffnet. Ihr seht, f von x können wir hier ankreuzen. Guckt bitte nur auf das Vorzeichen hier rot umkreist vor der Klammer. Da steht kein Vorzeichen, also es ist ein Plus, kann man sich da denken. Also geht es nach oben. Ihr seht auch hier, so wird die Funktion aussehen, nach oben geöffnet. Die nächste Eigenschaft, gestreckt oder gestaucht. Auch hier müssen wir wieder gucken, was vor der Klammer steht. Hier steht jetzt eigentlich gar nichts vor der Klammer. Also kann man sich da eine 1 denken, einmal die Klammer. Und eine 1 heißt sozusagen nichts anderes, dass es eine Normalparabel ist, also sie ist weder gestreckt noch gestaucht. Dort kreuzen wir also natürlich nichts an. Nächster Punkt, nach oben oder unten verschoben. Sie ist nach unten verschoben, das sehen wir hier an der minus 2. Die minus 2 sagt mir, dass es hier 2 auf jeden Fall nach unten geht. Das ist die y-Koordinate von meinem Scheitelpunkt. Weiter geht's, nach links oder rechts verschoben. Sie ist nach rechts verschoben, woran erkenne ich das? X minus 1 steht hier. Jetzt, das muss man sich ein bisschen merken. Wenn dann Minus steht, ist die Funktion auf jeden Fall nach rechts verschoben. Wenn dann Plus steht, nach links verschoben. Also die minus 1 sagt mir, dass die 1 nach rechts verschoben ist. Hier liegt also auch der Scheitelpunkt. Die nächste Funktion, um die wird es gehen. Wir haben euch die Funktion hier einmal eingezeichnet. Ob die Funktion nach oben oder nach unten geöffnet ist, das sehen wir hier an diesem Vorzeichen. Wir haben hier nichts stehen. Das heißt, es ist das gleiche, als wenn da plus 0,5 stehen würde. Plus heißt, die Funktion ist auf jeden Fall nach oben geöffnet, haben wir hier angekreuzt. Ob die Funktion gestreckt oder gestaucht ist, sehen wir hier an der Zahl. Hier ist nämlich 0,5. Wenn die Zahl zwischen 0 und 1 ist, ist die Funktion nämlich gestaucht. Das sehen wir auch hier. Ja, die Funktion ist also auf jeden Fall einen Tick breiter gestaucht als die Normalparabel, die wir hier daneben noch gegeben haben. Jetzt nochmal, ob die Funktion nach oben oder nach unten verschoben ist. Hierfür gucken wir uns die Zahl an, die am Ende randaddiert oder subtrahiert ist. Das heißt, hier haben wir nichts. Das heißt, es wäre ja so wie plus 0. Das heißt, sie ist weder nach oben noch nach unten verschoben. Diese beiden Felder müssen also leer bleiben. Und jetzt noch einmal nach links verschoben oder nach rechts verschoben. Da gucken wir uns natürlich wieder das an, was in der Klammer steht. Hier haben wir plus 2. Das heißt, wir haben es ja eben schon gesagt, bei plus müssen wir das Ganze nach links verschieben. Das heißt, die Funktion hat den Scheitelpunkt bei minus 2 und 0. So könntet ihr euch das auch merken. Einfach gucken, wo der Scheitelpunkt liegt. Und dann seht ihr auch schon, okay, ist der Scheitelpunkt nach oben oder nach unten oder nach links oder nach rechts verschoben. Bei der letzten Funktion machen wir genau das Gleiche. Gucken wir uns erstmal wieder an das Vorzeichen. Wir sehen hier ein Minus davor. Ja, ein Minus zeigt auf jeden Fall, dass es nach unten geht. Wir sehen schon, die Parabel ist hier nach unten geöffnet. Wir haben hier einen Hochpunkt. Das heißt, das kreuzen wir an. Ist sie gestreckt oder gestaucht? Weder noch. Das kann man sich auch in eine Minus 1 denken, wie ihr hier seht. Ob dann Minus steht oder eine Minus 1 mal. Ist genau das gleiche. Ist also weder gestreckt noch gestaucht. Weiterhin ist die Funktion auf jeden Fall nach oben verschoben. Das sehen wir hier an diesem Plus 3. Seht ihr hier auch in der Grafik. Plus 3 ist dann auf jeden Fall nach oben verschoben. Der gesamte Scheitelpunkt. Und dementsprechend kreuzen wir hier das an. Gut, letzte Frage. Links, rechts ist es verschoben. Hier steht x plus 1, das heißt, wenn da plus steht, wird die Funktion auf jeden Fall ein nach links verschoben, das heißt in diese Richtung minus 1 und dann haben wir die Tabelle richtig ausgefüllt. Der häufigste Fehler, dass ein Minus vor der Klammer nicht erkannt wird. Wenn da ein Minus vor der Klammer steht, wissen wir jetzt, ist die Funktion nach unten geöffnet. Minus ist genau das gleiche, als wenn hier stehen würde minus 1 mal. Ja, das einmal bitte mitnehmen und nicht falsch machen. Im nächsten Video schauen wir uns an, wie wir eine Funktion zeichnen, wenn wir den Scheitelpunkt gegeben haben. Das geht ganz einfach und schnell. Wir zeigen euch das. Bis gleich. Ciao. Ciao.